Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es wieder um die Alligator 2 bzw. über die selbstgebauten Pfeile. Und die will ich heute testen. Meine Zielscheibe ist ungefähr 8 bis 9 Meter entfernt. Wollen wir mal gucken, was die bringen. Als erstes werde ich die extrem langen und auch extrem schwereren testen und wir schauen mal. Ich bin gespannt. Ja, was man gleich gesehen hat, der ziemlich lange, da hätte ich etwas höher halten müssen, weil er doch recht schwer ist, beziehungsweise recht schwer hier für die Alligator. Der zweite hat sehr gut gesessen. Und jetzt probieren wir mal die kleineren. Mal gucken. Die sind jetzt so in dieser Ausführung. Jo, ich bin da echt gespannt. Von hier aus war der erste zu tief und der zweite saß wieder relativ gut. Ich glaube, ich muss meinen Red Dot noch besser einstellen. Aber einen machen wir noch. Na komm, einer geht noch. Jo. Jo, Mann. Das sieht gut aus. Schauen wir es uns an. Ja, insgesamt bin ich da schon sehr zufrieden mit. Klar gibt es hier oder da noch Verbesserungspotenzial. Ich glaube, ich muss auch das Abschleifen der selbstgebauten Nocken noch ein bisschen verfeinern. Aber insgesamt muss ich sagen, bin ich zufrieden. Hier sieht man so ein bisschen. Spitze her. Schauen wir mal, was er jetzt sagt. Da passt die Nocke noch nicht. Erstmal richtig versendet.
Jetzt haben wir noch einen. Das ist auch eine spezielle Bauweise. Das ist jetzt wirklich ein abgeschliffener Nagel mit Veins dran. Also der ist nicht mit einem Alurohr und nur einer Nagelspitze, sondern wirklich ein kompletter Nagel. Schauen wir mal, was der bringt. Da die relativ schwer sind, muss man da automatisch schon ein bisschen höher anhalten. Ja, ist ja nach wie vor noch alles ein bisschen experimentell und ich bin nämlich auch hier noch am Ausprobieren, aber wie es aussieht, ist also wirklich hier diese Variante. Auch mit der längeren, mit dem längeren Schaft, dem eingeklebten kürzeren Nagel, hinten auch die, ja, so. Nocker aus dem Nagel gebaut, die beste. Liegt am besten und ist leicht genug, von der Alligator auch beschleunigt zu werden. Und vor allen Dingen beim Eindringen ist es halt so, dass er wirklich noch weit genug rausguckt, um sie vernünftig zu ziehen. Ich glaube, die Variante werde ich ganz einfach weiterverfolgen. Ach, ich habe es ganz vergessen. An der Befestigung der Vanes muss ich auch noch arbeiten. Ich nehme mal an, ich muss den einen oder anderen Kleber mal einfach ausprobieren, der besser hält. Der Sekundenkleber, mit dem ich im Moment geklebt habe, ist, glaube ich, nicht das geeignetste dafür. Wenn ihr einen Tipp dafür habt, gerade Vanes auf Metall oder Alu zu kleben, ich bin dankbar. Bis dahin, macht's gut. Euer Mende.